Wenn Stress, warum nicht wegen einer Frau, weißt du? Ich hatte nie Stress wegen nicht einer Frau. Das ist wirklich Deutsch, nee, ist falsch Deutsch. Ne? Aber wir und uns hatten noch keinen Stress mit Frauen, wegen Frauen, weil wir teilen gern. Da muss man ganz doll aufpassen. Nein. Ganz. Was dein ist mein und was mein ist, bleibt meins. Ja. So. Ne, Uwe? Ich muss Simon immer beraten. Heute auch wieder so eine Diskussion mit ihm gehabt, was das Thema Frauen betrifft. Das Problem ist einfach, dass man denkt vielleicht, ja, Simon, der ist so viele Frauen und so. Denkt das jemand? Das hat schon mal jemand gesagt. Hat schon mal jemand gesagt. Nee, es heißt wirklich so, weißt du, manche fragen mich immer, ja, wie ist das mit den Frauen? Problem ist eigentlich immer, schüchtern in Wirklichkeit, weißt du, man denkt mal Videos, wie es ja, er ist cool drauf und so, aber ich bin eigentlich voll scheiße, weißt du? Und ich denke mir mal schon, mach das doch so und so und dann, ja, Uwe, ich kann nicht. Und dann zwei Tage später, Uwe, ich muss es doch wohl so machen. Das ist zum Beispiel, wie kann man das sehen? Kannst du mal fokussieren? Das ist zum Beispiel Dima. So läuft das Leben bei Ina, weißt du? Bei mir ist das nicht so. Man würde denken, das ist mein Leben. Also, er ist so mein kleiner Brudi. Also, dem muss ich immer helfen. Die alle wissen, wie das geht, ich weiß es nicht. Und Uwe sagt mir immer, ja, so und so muss sie machen, weißt du, weil ich hab keine Ahnung. Du bist quasi Simons Mentor, wenn es um die Frauen geht. Genau. Ja, Mentor, Ratgeber, ne? So, Mentor ist ein bisschen übertrieben. Ist das jetzt dein Ernst? Also bist du wirklich, wenn du in der Disco bist, unterwegs bist, hast du ein Problem? Ich hab noch nie in meinem Leben, ich schwöre, bis auf alles, was mir heilig ist, noch nie in meinem Leben in einem Club oder so eine Frau selber angesprochen oder selber getanzt, wenn ich dachte, sie ist geil. Drei Tipps, die du Simon schon gegeben hast, wenn es um Frauen geht, ganz kurz und knapp. Offen, direkt und ehrlich. Mehr muss nicht gesagt werden, weißt du? Offen, direkt und ehrlich. Swag. Was machst du immer dazu sagen? Das war geil. Aber nochmal zum zurück. Frauen, sprich mich einfach an, ja? Ich möchte auch mal gerne irgendwie so tote Line haben. So, hey, ist nett. Und ich will auch mal so wie Dima so Fotos haben und so. Denn es gibt so viele verschiedene Frauen, die einfach hübsch sind. Und der Charakter macht dann ja auch noch, also diese Bildung im Kopf. Ja. Das macht ja natürlich auch irgendwie wirklich sehr sexy. Deswegen bin ich da so ein bisschen frei und offen, sag ich mal so. Also, weißt du, vielleicht manchmal auch Spaß, wenn die nicht geil war, aber wenn ich dachte, oh, sie ist nice, kann ich nicht. Noch nie gemacht, weiß nicht, wie es geht. War es dann zumindest andersrum, dass die Frauen dann zu dir gekommen sind? Glücklicherweise ab und zu so, aber das natürlich selten, weil Frauen erwarten natürlich, dass die Männer zu einem kommen und das kann ich nicht. Deswegen alle Ladies da draußen, kommen einfach zu mir, ich bin ganz nett. Und was macht der Uwe da besser, was du machst? Uwe ist einfach straight up, er sagt einfach, was er will. Er geht direkt hin und sagt, hier, du, hast du Bock zu tanzen? Ja, nein. Weißt du? Wenn die sagen, nein, gut, ciao. Ist das echt so? Nein, also es ist situationsbedingt. Also wenn ich jetzt in der Disco bin und da ist es, ich spiele mal gerne so mit Blickkontakt. So. Ich habe auch extrem viel Geduld. Und meistens ist es dann sogar so, dass ich versuche mit den Blickkontakten die Frau dann zu mir zu lenken. So. Aber ich habe auch natürlich kein Problem, die Frau dann anzusprechen, wenn sie mir auch wirklich gefällt. Also, so. Und denn was er jetzt meinte mit Uwe sagt straight, was er will, ja natürlich. Wenn irgendwann das Thema dann ist, so komm, lass mal ins Hotel oder wenn es später wird und irgendwann will man natürlich auch, ich habe auch meine Bedürfnisse, dann sage ich dann halt, kommst du jetzt mit? Ja, wohin denn? Ja, ins Hotel. Oh, ja, was machen wir denn? Ja, und dann sage ich zu ihr, ja, was machen wir? Frau und Mann im Hotel. Das Problem ist aber auch, weil das muss ich dazu sagen, weil oft muss auch ich ansprechen, die Frauen gucken und dann, ich habe mich mit vielen Frauen dann natürlich auch darüber unterhalten, so, weil die sagen es mir von alleine, die haben Angst, mich anzusprechen. So. Nein, das ist wirklich so. Nein, kein Witz, Digga. Ja, ich weiß, was meinst du? Die Kamera läuft gerade. Nee, das Problem ist dann halt, ich frage ich, ja, warum denn und so? Ja, man könnte über dir denken, dass du einen voll ignorierst oder eine Abfuhr von dir kriegst und all so eine Dinge. Ich sage, warum denn? Ich bin doch echt, ich kann Kasper sein, ja. Aber vielleicht äußerlich kurze Haare, 3 Tage bald und ich weiß auch nicht, dass sie dann so ein bisschen eingeschüchtert sind. Also haben die mir halt, sagen mir viele. Ja, nochmal ein großes Dankeschön von uns. Ihr wart echt geil, hat Spaß gemacht. Und ihr seid gut abgehört. So, ist cool. Das macht Spaß. MyVideo Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr. Live und exklusiv auf myvideo.de.